Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Zuletzt wurden wir von Gutsko bestohlen und dann hieß es, wir sollen ihm zur nördlichen, zu den nördlichen Bergen oder so folgen. Und ich habe gedacht, das könnte ja diese Höhle sein und das ist wohl auch so. Jetzt war ich da halt schon mal einmal drinne, aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Nur ist es jetzt so, dass wir jetzt auch hier lang gehen können, ne? Also das war vorher nicht so. Es kann sein, dass die Truhe hier... Ja, die habe ich schon geöffnet. Da war ich schon drinnen und ich habe gemerkt, es ruckelt und ich habe jetzt alles nochmal durchlaufen lassen im Hintergrund, damit es eigentlich nicht mehr ruckelt. Ich hoffe, es wird jetzt langsam besser, mehr kann ich nicht machen. Da war Antarktiswind jedenfalls drinnen in der Truhe. So, und jetzt kann ich hier durchgehen, aber habe irgendwie Angst, dass mir weiter was passiert. Anscheinend können die aber durch Lava gehen. So, nochmal Antarktiswind und wir werden angegriffen. So, was ist jetzt hier los? Eis machen wir mal. Angriff. Magie. Wieso bist du eigentlich noch auf Weißmagier, Ark? Ich hab dich doch geändert. Hä? Ich hab ihn doch geändert. Irgendwie spinnt mein Spiel. Weil ich habe auch gar nicht bei der Lava-Höhle, kann man ja gar nicht speichern. Und trotzdem beginne ich genau da mein Spiel. Das ist ganz komisch. So, sterben die Monster auch, oder was ist los? Das ist ein grünes Ding, das macht bestimmt Gift oder so. Ich hoffe nicht. Warum sind die denn so lahm heute? Was ist denn los mit euch? Kein Bock. Voll wenig Schaden. Also ich glaube, da müssen wir eher tatsächlich mit Magie ran. Da kommen wir sonst nicht viel weiter. Naja. Hauptsache, wir schaffen es. Ja, es ruckelt immer noch leid, aber ich kann, wie gesagt, nichts machen. Ich habe alles durchlaufen lassen, ein Reinigungsprogramm, was geht. Oh Gott, jetzt wieder durch die Lava hier schnell, 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 schnell. Und ich werde natürlich direkt angegriffen, sobald ich einen Fuß auf die erste Stufe der Treppe stütze. So. Machen wir mal Blitz. Und du heilst mal Ingus. Du greifst an. Wenn wir schon mit dem Weißmagier hier kämpfen, obwohl ich das gar nicht so gemacht habe, dann bitteschön. Na? Geht doch. Lunes, greif mal normal an, weil du hast jetzt auch voll die coolen Klingen. Du machst mal Rache, du machst wieder Vita und zwar auf Lunes. Und du greifst an. Ich glaube, bei Rache geht auch alles immer so ein bisschen schneller, aber ich kann mich auch irren. Ich glaube, so geht's auch. Hörst du wohl auf? Konter! Ja, das habt ihr auch, glaube ich, noch nicht gesehen. Wenn sie im Rache-Modus ist, dann kann sie auch kontern. Was ich gut finde. Und wieder mal Vita. Auf Revia. Und Angriff. Kann das Vieh jetzt mal sterben? Ja. Schön. Schön, 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 schön. Ja, 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 ja. Eure ganzen Berufsstufen sind gestiegen. Ich will weg hier. Oh. Das nervt immer. Vor allem, dass man auch so viel kämpfen muss, bis man zu einem Bosskampf kommt. Dann ist man wieder voll schlecht. Ja. Voll schlecht halt. So. Rache. Du machst Vita. Auf dich selbst und du greifst an.
Ach, das war gut. Nicht schlecht. Aber irgendwann kann er auch nicht mehr zaubern, nehme ich mal an. So, Magie. Wir machen mal Eis. Und du machst nochmal Rache. Du kannst bestimmt wieder jemanden heilen. Ingo zum Beispiel. So. Du machst mal Ausfall. Ausfall ist ein bisschen stärkerer Angriff, aber dafür steckt er dann, also ist seine Verteidigung nicht so gut. Aber wir probieren das mal. Den hatte ich noch gar nicht so. Also stärkeren Gegnern. Ja, das war nicht schlecht. Gut gemacht, Ingus. Juhu, so, ja. Können wir jetzt endlich mal weiter? Ist bestimmt voll die Riesenhöhle und ich brauche hier ewig. Oh, jetzt werde ich auch noch in der Lava angegriffen. Ey, das kann sich ja nur um Stunden hier handeln. Kannst du deinen Beruf eigentlich so zwischendurch ändern? Nee. Hier, du kannst ihn ja mal zum Wicht machen, die Schildkröte. Vielleicht funktioniert das ja. Oh nein. Es wäre sonst eine Mini-Schildkröte gewesen. Das wäre doch schön gewesen. Oh, 112. Mein lieber Schwan. Dafür kriegst du auch was zurück. Ich mache halt gerade keine großen Zauber wie Eisraum, Blitzraum und so. Oh, das war aber gut. Einfach um ein bisschen MP zu sparen, weil ich nehme an, da kommt noch der Bosskampf. Und ich habe auch Angst, dass wir das nicht schaffen. Hier ist voll der Lavastrom. Wie lange kann man es denn hier aushalten? Ah. Die greifst du mal normal an. Rache. Du musst ganz schnell hier Dingens heilen. Und du machst Ausfall. Bitte nicht auf die Kleine. Nein. Aber schön, dass du konterst. Finde ich gut. Nicht auf sie. Gut. Ha, der ist schon mal weg. Du machst Vitra sehr gut. Diesmal hättest du es ja auch endlich mal am Anfang machen können. Aber nein, es geht natürlich immer nach der automatischen Reihenfolge. So wie es natürlich nicht sein soll. Jetzt greift er einfach mal alle normal an. Das sollten wir hinkriegen. Ja, Ingus. Bam. Ingus. So. Schnell hier rauf. Phönixfeder. Oh Gott, ja. Bestimmt stirbt einer gleich. Ich sehe das schon kommen. Wo geht's hier hin? Oh, noch eine Truhe. High Potion. Sehr schön. Und nochmal runter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Blitze immer heißen, aber bestimmt nichts Gutes. Das ist definitiv eine tolle Übungshöhle, keine Frage, aber ich finde es halt echt ein bisschen schwierig. Wenn so ein, ja, man ist ja jetzt hinter dem Bosskampf eigentlich her und wie man da dann immer ankommt, total geschwächt und ich weiß auch gar nicht, wie stark wir sein müssen, um den hinzukriegen. Ich hoffe, wir sind dafür stark genug. Ich werde mich natürlich vorher auch nochmal heilen, sobald ich das, ja, sofern ich das hinkriege. Nicht, dass wir ihm dann sofort gleich begegnen. Thank you.
Und das Ding lebt immer noch. Unglaublich. Jetzt aber komm. Na endlich. Ja, eure Berufsgruppen, bla bla bla, gestiegen. Ja. Wieder zurück. Nach links diesmal. Oh, sieht richtig aus. Ja, geh da runter, sonst müssen wir gleich wieder kämpfen. Oh nee. Ah, hier, Ruhe. Und? Schlagkran. Oh, das ist gut. Das ist gut. Endlich kriegt sie nämlich an der anderen Hand auch welche. Yeah, jetzt macht sie nämlich auch einen 62 Schaden. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich mir das so angucke. Von dem, im Gegenzug zu den anderen. Ich kann nicht reden heute. Ne? So, du nimmst jetzt mal so eine Portion. Damit du überhaupt erstmal aus dem Schneider bist. Davon haben wir ja noch ein paar. Das geht. So, dann läufst du weiter. Weiter. Yeah. Phönixfeder. Und? Ein Ei. Ein Stein. Da fällt mir ein, dass wir langsam, schon lange nicht mehr unseren komischen, Zauber gemacht haben mit näher ranzoomen und gucken, ob irgendwo, versteckte Sachen sind. Das habe ich ewig nicht gemacht. Ich habe bestimmt dadurch schon 1000 Sachen übersehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Kannst du deinen Wichtzauber machen? Oder du greifst einfach mal normal an? Wir müssen das jetzt mal ein bisschen so hinkriegen. Oh, ich hätte auch Vita machen können, sehe ich gerade. So gut geht's den Leuten dann doch nicht. Mach's platt, Ingos. Jawohl. 600 Schaden. Schlecht. Wie sieht's aus eigentlich mit Refia? Was macht die jetzt für einen Schaden? Würde mich mal interessieren. Hör auf, Ark zu töten. Das können wir uns hier drinnen echt nicht leisten. Na, 243. Das sieht doch schon wesentlich besser aus als vorher. Sehr gut. So, ja. Wie viel haben wir eigentlich von diesen Heidingern? Eine. Oh, das ist ja toll. Habe ich mich ja richtig gut eingekauft vor dem Bosskampf. Hätte ich vielleicht nochmal machen sollen. Jetzt sind wir aber hier. Jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern. Ja, ich überlege gerade, was ich am besten mache. Magie vielleicht. Und dann einfach Vita auf ihn selber. Aber er braucht eigentlich eher Vitra. Ja, dann ist das so. Ja, dann ist das so. So, lauf mal weiter. Oh nein, kommt er jetzt hier? Werden wir angegriffen? Was ist hier? Wir können ja mal hier unseren Zauber machen, aber ich sehe auch nichts. Oh oh. Oh, der Feuerkristall. Und Gutsko. Nun besitze ich die Kraft des Feuers. Sie fließt durch meine Adern. Aber das reicht nicht. Die wahre Kraft des Kristalls erhalte ich nur, indem ich die besiege, die vom Licht gesegnet sind. Und das seid ihr. Ja, toll. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem. Ja. Dann wollen wir mal. Wie sieht der denn aus? Vor so ein Panne-Drache. Sieht ein bisschen komisch aus. Du machst mal richtig schön Eisra. Du machst Rache. Du machst Vita. Und zwar direkt auf Lunes. Und du machst Ausfall. Wir gehen das einfach mal ein.
So. 190 ist nicht viel. Zwei, was? 200 Schaden? Das sieht schlecht aus, Leute. Das sieht richtig schlecht aus. Ich glaube nicht, dass ich den Kampf schaffe. 734 ist zwar richtig gut, aber... Scheiße. Ja, wo ist denn jetzt dieses Dings? Obwohl, du kannst ja mal angreifen hier mit Himmelszorn. Und du machst, ja, du gibst ihm jetzt mal, was weiß ich was. Du musst ihm ja sofort eine Heilportion geben. Aber wir geben, ja, was mache ich jetzt? Ich weiß ja nicht, auf wen er gleich angreift. Das ist immer das Problem. Dann ist meine Heilpotion weg. Deswegen gebe ich ihm jetzt mal nur eine Portion erstmal. Kann ich das denn? Ja. Das war auch gut. Also eigentlich läuft... Wie willst du ihn denn heilen, wenn er noch nicht lebt, du Nase? Das war ja eine super Idee jetzt. Scheiße. Erweck ihn! So, Aisra. Luneth. Du musst auf jeden Fall was nehmen. Ihr müsst alle eigentlich was nehmen. Ich mach nochmal Himmelszorn. Du machst sofort Vitra auf dich selber. Und du machst Ausfall. Oh Gott, oh Gott. Ich habe halt keine Verteidigungsmöglichkeiten. Das ist immer das Problem. Na, wie viel? Sehr gut. Ich glaube eigentlich... Ah, ich meine... Der steckt halt so viel ein. Jetzt ist er schon wieder tot. Und sie auch. Wenn beide wenigstens überleben, wäre schön. Jetzt stirb. Oh, das gibt's doch nicht. So eine Scheiße, oder? Was haben wir denn noch so am Start? An coolen Sachen in Antarktiswind. Und dann nimmst du, wer ist denn überhaupt dran? Ingos. Ja, du nimmst jetzt mal lieber, irgendwas ein, würde ich sagen. Hör auf, mich anzugreifen. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte stirb, Wesen. Bitte, bitte, bitte. Ey, das gibt's doch nicht, dass das Ding noch lebt. Wie viel steckt der denn ein? Ja, das überlebt Ingos nicht. Never ever. Haben wir nichts Stärkeres? Ach hier, guck mal. Wir haben ja doch noch. Ach, lebt wieder. Nein, nicht. Mach auf, Luneth, Luneth, Luneth. Scheiße. Oh Gott. Was für ein schrecklicher Kampf. Stirb jetzt bitte. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, alles klar. Und jetzt 200er, komm schon. Nee, sogar nur 64. Ach Mensch. Gnädig, gnädig, du Scheißmonster. Aber wenn er das jetzt auf ihn macht, dann ist er auch tot. Das ist dann so. Ja, und jetzt kannst du das natürlich nicht mehr machen. Das war ja so klar. Mach's auf, Luneth. Der hat noch ein bisschen mehr. Nein! Scheiße! Oh Mann, der macht immer so zwei so heftige Hiebe hintereinander. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, bin ich tot. Ja, 92. Das war ja richtig, richtig gut. Nicht schlecht, Herr Specht. Und das nächste Mal ist er dran. Also, ich denke, ich bin jetzt eigentlich schon tot. Können wir noch fliehen? Aber das bringt ja auch nichts, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mach deinen Antarktiswind. Tot.
Nein, ich bin dran sogar. Das war gut, aber er ist tot. Oder was? Ja. Feueratem. Auch das noch. Hahaha, tot. Alles klar. Der steckt richtig viel ein. Das hätte ich nicht gedacht, dass der... Also, ihr habt ja gesehen, ich habe eigentlich ein paar Mal guten Schaden gemacht, aber es hat nicht ausgereicht. Ich weiß gar nicht, wo meine Gruppe stehen muss. Wie hart ich mit denen trainieren muss, damit die den Kleinen kriegen. Was mich am meisten im Moment stört, ist das, dass man keine Verteidigungszauber bisher hat. Also kein Protest oder Shell oder irgendwas gegen Zauber, gegen physischen Schaden. Wir haben halt nur immer unsere Rüstung und ich habe immer so das Gefühl, egal, ja, was ich mache, die stecken sowieso mal voll viel ein. Man kann die angeblich ja auch irgendwie immer sonst wie hinstellen, aber egal, ob ich ihn jetzt hier hinstelle und dahin, ich meine, wenn der Dino da draufhaut, das ist doch egal, oder? Also, hier, es heißt auch immer hinten und vorne stellen. Ich weiß aber nicht, was jetzt hier hinten und vorne sein soll. Ich sehe jetzt halt nur so die grobe Reihenfolge, wer dann immer zuerst angreift und so, aber ja, könnt ihr mir gerne noch sagen, falls ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie man vorne und hinten überhaupt macht. Von der Formation, ich kann mir vorstellen, dass es auch im Kampf geht. Nur habe ich mich bisher nicht darum gekümmert. Ja, ich speichere mal und habe den Kampf verloren und werde dann wohl mal trainieren gehen. Oder wir gehen ganz woanders einfach mal hin, weil wir lustig sind und uns überhaupt nicht um diesen Typen kümmern und über die Zeit dann stärker werden. Aber ich habe halt immer keine Lust, stundenlang zu trainieren und dann wieder aufzunehmen. Ich mache das lieber mit euch zusammen. Naja, das kriegen wir schon irgendwann hin. Bis dann!